Leiter. Da war was. Da war was. Möchte nicht. Aber wir müssen da hingehen, Leute. Wir müssen. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung mehr, was da jetzt passiert. Ich weiß nur, dass wir eine Leiter finden müssen. Und jetzt ist es auf einmal weg, oder was? Hallo? Vor allem brennt hier auch Licht. Hier muss da jemand sein. Was passiert hier? Ich will doch nur eine Leiter. Ist nirgendwo eine Leiter. Das heißt, wir gehen weiter. Wir gehen weiter zur Leiter und hoffen, dass nichts kommt. Da waren doch gerade Schritte oder so. Speichert. Wenn es speichert, heißt es nie was Gutes. Das könnt ihr euch merken, Leute. Für die Leute, die das nicht wissen. Was? 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 Jetzt in Horrorspielen speichert, heißt das nie was Gutes. Da oben. Okay. Hat gerade irgendwas gepiept? War das in der Demo auch schon so groß? Ich weiß es nicht. Was? Hier ist auch dieses Symbol, also dieser Kreis. Vielleicht ist das echt die Kulla. So, was haben wir hier? Zum Ruin will ich nicht. Wir gehen erst zum Wasserturm. Guck mal, hier ist... Alter, was? Ich habe mich gerade echt ein bisschen erschrocken, weil es da geraschelt hat. Die Leiter kommt mir gerade recht. Sie ist ziemlich schwer. Aber ich kann sie ohne Mühe tragen. Oh mein Gott, das Blut! Verschlossen. Hier ist viel Blut. Wenn das alles von einer Person ist, ist sie schon lange tot. Oh Gott. Okay, wir haben die Leiter. Und hier unten war noch irgendwo was. Was piept denn hier immer? Da fährt jemand rückwärts. Ein LKW oder so. Piep, piep. Wir gehen gucken, was da so piept. Oh mein Gott, Blut! Was? Es wird bald dunkel. Ich brauche etwas, um den Weg zu beleuchten, bevor ich weitergehe. Möchte ich nicht... Okay. Das heißt, wir müssen die Leiter zurückbringen. Dreht er sich auf einmal von alleine um. Dachte, ich werde nicht mehr. Aber ich will jetzt wissen, was hier gelaufen ist. Das war ziemlich... groß. Und ich fühle mich immer noch beobachtet. Weißt du, was das Schlimme bei solchen Spielen ist? Ich versetze mich immer so mega rein und erschrecke mich dann mega. Scheiße. Schnell die Leiter dahin. Was oben in dem Haus ist, weiß ich noch. Und danach war die Demo zu Ende. Aber man merkt schon, muss man dazu sagen, ein bisschen
doll gestreckt, die Wege. Dafür, dass nichts passiert. Türe zu! Leiter aufstellen. Oh Gott, Leute. Bam, 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 bam. Mein Gott, was ist hier passiert? Wie kann man einem Menschen so etwas antun? Das Blut ist noch frisch, aber keine Spur von Organen und Gewebe. Nur die Knochen sind übrig. Von einer Art Herz, was? Harz zusammengehalten. Alter. Wer macht sowas? Und was ist das? Von dieser Skulptur bekomme ich Gänsehaut. Eine Abbildung einer widerlichen Kreatur mit Tentakeln. Wisst ihr, wie das aussieht? Kennt jemand von euch Elbs oder Odyssee? Diese Bösen davon. Hello. Wait. Die Sprache, in der das Buch geschrieben wurde, wurde vorher noch nie dokumentiert. Weder in ihrer Komplexität, Alter, was für ein Wort, noch im Schreibstil. Sie scheint keiner Logik zu folgen. Jede Seite wurde anders geschrieben. Die Zeichnungen sind jedoch einfach zu interpretieren und haben uns schon wichtige Details verraten. Die Maschine scheint von Anbeginn der Zeit zu existieren, geschaffen von großen Uralten. Wenn das stimmt, geht seine Funktion weit über unsere Erwartung hinaus. Mit dem Wissen, das uns Auserwählte überliefert wurde, und zusammen mit der Hilfe des Buches werden wir die Geheimnisse der Maschine enthüllen können. Was denn für eine Maschine? Bitte was? Oh Gott, Leute, ich möchte nicht. Die Kerze brennt noch. Das muss vor kurzem passiert sein. Können wir die nicht mitnehmen, bitte? Wenigstens ein bisschen Licht. Unser Herz rast. Bücher. Eine Sammlung historischer Bücher. Es wird über alte Götter, verbotene Rituale und monströse Kreaturen berichtet. Ja, wenn ich mir das hier so angucke, Leute, dann wundert mich gar nichts mehr. Vor allem die Knochen werden nur von Harz zusammengehalten. Okay. Oh Leute, ich will da nicht runter. Es wird uns fressen. Keiner da, geh weg. Alter, what? Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Guck mal, Leute, man kann durch die Hauswand gucken. Rechts und jetzt links. Scheiße, ey, was war das? Und vor allem, wo kam der her? Und wo ist er hin? Diggi, wo bist du gelandet? Aus der Höhle kam der. Mein Gott, er ist tot. Was kann ihn auf diese Art und Weise getötet haben? Das Problem ist... Und seine Haut... Wie seltsam. Sie fühlt sich dick und in seiner Tasche war ein Schlüssel. Ich sollte ihn besser mitnehmen. Mein Gott, er ist tot. Was kann er mir? Ah, das haben wir schon gesehen. Gib mir mal den Schlüssel. Achso, den Schlüssel haben wir schon rechts unten. Okay, wir haben den Schlüssel. Sag mir nicht, wir müssen irgendwann in diese Höhle. Okay.
Das alte Haus im Wald. Ich erlebe einen Albtraum. Jemand hat diesen armen Kerl vor meinen Augen getötet und ihn meterweit fortgeschleudert. Ich untersuchte die Leiche und bemerkte die seltsame Hautfarbe. Aber was mich wirklich erschreckte, war das, was ich im Haus sah. Was kann ein Menschen so etwas antun? Überall war Blut. Nur die Knochen waren übrig, zusammengehalten von einer Art Harz. All das kann nicht real... Da hat's gerade rechts von mir... Ich will gar nicht aufhören, das Buch... ja, wir lesen das jetzt noch ganz in Ruhe. All das kann nicht real sein. Darüber hinaus fand ich eine Seite eines Tagebuchs. Darin wurde ein altes Buch erwähnt und der Versuch, die Geheimnisse einer alten Maschine zu entdecken. Ich muss mich beeilen und einen sicheren Ort finden, bevor es dunkel wird. Es ist hier nicht sicher. Und nach dem, was ich hier sah, will ich die Nacht nicht im Wald verbringen. Ey, Diggi, das ist voll nachvollziehbar. Okay. Man hört sie auch kreuchen und fleuchen. Rechts und links. Wir haben den Schlüssel. Der muss für dieses, wo da Blut dran war, glaube ich. Dafür ist der Schlüssel. Diese scheiß Schritte im Wald immer. Ich glaube, der Schlüssel war für dieses Häuschen, wo gerade überall Blut war. Was? Die ist zwar auch so schön beleuchtet, aber die ist es nicht. Und dann war nämlich die Demo auch schon zu Ende. Es kommt von der Zeit her auch hin. Was? Aber eigentlich will ich da gucken gehen. Aber ich will nicht. Ich habe gerade Gänsehaut, Leute. Ich will nicht sterben. Schnell! Natürlich geht man mit seinem gefundenen Schlüssel erstmal dahin, wo das ganze Blut war. Geöffnet. Okay, Leute. Und ab jetzt spiele ich blind. Ich weiß nicht, wie, wo, was passiert. Und das sieht definitiv nicht einladend aus. Es ist immer noch so unfassbar dunkel. Oh Gott, natürlich in den Keller. Es geht immer in den Keller. Es ist so unfassbar dunkel. Nicht nur ihr seht nichts. Wir gingen Richtung Portal, als das Wesen aus dem Nichts kam. Zum Glück konnten wir uns hier drinnen verstecken. Einer von uns wurde schwer verletzt. Vielleicht wird er es nicht überleben. Alter, was? Was wir sahen, war fürchterlich. Dieses Monster riss ihn das Fleisch vom Arm, dabei nur die Knochen... Alter, bitte was? Der hat nur die Knochen übrig gelassen. Aber ich bin dann mal weg. Oh nein. Okay, wir haben Licht. Da, eine Laterne. Ich hänge sie an meinen Gürtel. Schalte die Laterne mit F ein. Ist sie eingeschaltet, sieht man dich besser. Okay. Das bedeutet, wenn ein Monster kommt, sollte ich die ausmachen. Ich hab keine... Wow, was? Verdammt, die Tür ist zugefallen. Der Wind kann es nicht gewesen sein. Ich muss etwas finden, um sie aufzubekommen. Und dann schleunigst hier raus. Dieser Ort ist überhaupt nicht sicher. Ja. Aber wenigstens haben wir das Dunkelproblem gelöst. Oh Gott, Leute. Ich möchte nicht. Verschlossen? Diese Schränke sind mit Blut verschmiert. Die Spuren führen zur Treppe. Ja. Das ist verschlossen. Okay, wie kommen wir jetzt hier wieder raus?
natürlich mit einem Schlüssel. Okay. So, jetzt die Frage an euch. Möchte ich eigentlich da runtergehen? Ich meine, da kommen... Alter, Kater, Junge! Du sagst, danke für deinen Sub. Hab ich mich erschrocken. Alter. Aber ich will da nicht runter. Ich will da nicht. Nein. Schmiermittel? Etwas Schmier... Da kreucht was. Da kreucht was. Was? Möchte nicht. What the fuck? Verdammt. Was haben die hier gemacht? Okay, ein Herz, ein Gehirn und Schädel. Eine Säge. Ja, das wüsste ich auch gern. Was? Ich möchte raus! Rostige Maschinen. Dieser Ort ist am Zerfallen. Nee, da gehe ich nicht rein. Niemals! Das funktioniert nicht. Es wird immer lauter! Armer Kerl, was ist ihm passiert? Ich habe noch nie solche Schreie gehört. Ich werde die Tür sicher nicht öffnen. Nein, werden wir auch nicht. Oh, ich will nicht. Hallo? Es kann nichts passieren. Hier ist alles sicher. Er hat sich nur den Kopf gestoßen, deswegen hat er geschrien. Der Druck in den Rohrleitungen ist sehr hoch. Sie könnte jeden Moment platzen. Na geil! Ja, da kommt doch kein Werkzeug mehr hier. Dieser Ort wurde sich selbst überlassen. Wir stecken hier seit Stunden fest. Und dieses Monster ist immer noch da draußen. Sollten wir die Tür öffnen, ist es... Alter, ist das sicher unser Ende? Aus diesem Gebäude führt ein Abflussrohr, das in der... Was? Oh Mann, ey, ich will da nicht. Wir könnten damit fliehen, ohne bemerkt zu werden. Wir müssen einen Weg finden, den Wasserstand im Becken zu senken und herausfinden, woher es kommt. Die Frage ist, möchte man... Alter, Devius, Junge! Ah, ich mache jetzt diesen scheiß Sound aus. Bye.
3, Freddy, komm vorbei, Chris Boom. Du hast. Ah! Ich habe echt gerade ein bisschen. Ich bin gerade mittendrin im Spiel. Danke. Okay, weiter geht's. Ich habe jetzt die Follow- und Donation-Sounds ausgemacht. Ich wette 5 Euro, dass jetzt auch Scheiß passiert. Wir müssen das Abflussrohr finden. Sein Schatten ist schon ein bisschen gruselig. Natürlich Alter! Funktioniert es nicht? Okay, wir drehen am Ventil und lassen das Wasser raus. Ah, ich habe das Schmiermittel benutzt. Ich sollte das noch nicht über das Geländer klettern. Wenn ich da hineinfalle, zerfetzen mich die Turbinen in 1000. Alter. Okay, das Wasser ist leer. Es ist mega laut. Und jetzt können wir hier runter. Ey, da möchte doch keiner freiwillig. Okay, Leute, aber das muss man sagen. Die Atmosphäre vom Spiel haben die richtig geil gemacht. Oh Gott. Da jetzt was von vorne kommt, dann schrei ich. Ich möchte nicht. Was? Hallo. Noch ein Skelett. Dem ist wohl dasselbe passiert wie dem ersten auch. Verdammt, ich muss von hier weg. Sofort. Ja, müssen wir. Ganz, ganz schnell. Bin gespannt, was das für ein Scheißvieh ist.